Hervorragend. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich muss zugeben, ich mag diese Catch-the-Eye-Regelung, vor allen Dingen, wenn die Uhr noch nicht läuft. Darüber hinausgehen. Ich meine, wir haben sicherlich eine Menge zu diskutieren im Bereich Datenschutz. Es ist von einigen Kollegen angesprochen worden, aus der Fraktion der Grünen, das Verhältnis private Unternehmen, Datensammlung und auch Private, die dann davon betroffen sind. Und sicherlich wecken solche Fusionen wie Google, DoubleClick einige Fragen, wecken sie auf. Allerdings sollte man auch aufpassen, dass man nicht Sachen miteinander vermischt. Wenn viele Frösche quaken, bleibt es immer noch Gequake. Das bedeutet also nicht, dass wir vergessen sollten, auch die technischen Vorgänge dahinter zu verstehen. Wir sind sehr oft gerade beim Internet und natürlich auch in den Fragen des Datenschutzes und erst recht auch meine Fraktion sehr nah am Thema und auch oft sehr emotional. Aber um zu verstehen, wie das Internet und Datenerfassung funktionieren, muss ich erst die Technik dahinter verstehen. Insofern finde ich den Ansatz von Herrn Weber gar nicht so verkehrt, zu prüfen, inwiefern IP-Adressen möglicherweise persönliche Daten im Sinne der Datenschutzrichtlinie 2002/58 sind, die den Datenschutz in der elektronischen Kommunikation regelt. Denn in einigen Fällen zusammen mit Benutzerdaten kann man dadurch sehr wohl persönliche Informationen erlangen. Andererseits bei der technologischen Entwicklung, die wir da heutzutage haben, wenn zum Beispiel Kühlschränke automatisch Rezepte aus dem Internet anrufen, ist die Frage, ob die IP-Adresse meines Kühlschranks wirklich persönliche Daten sind, obsolet. Herzlichen Dank.